So, hallo und herzlich willkommen an einem weiteren Tutorial mit der Frage von Vaden99. Und zwar hat er gefragt, ob man den Enchantment-Level auch über das Maximum, das normalerweise angegeben ist, hinaus erhöhen kann. Und das geht tatsächlich. Ich habe zum Beispiel jetzt mal hier einen Wooden Sword und dieses Wooden Sword hat eben nicht einen normalen Knockback-Level von vielleicht 1, 2 oder so in Richtung, sondern den Knockback-Wert von 123. Jetzt der einzige Nachteil daran ist eben, dass das Ganze nicht mehr in römischen Ziffern, sondern in Enchantment-Punkt-Level angezeigt wird. Aber das ist jetzt auch wirklich kein Hals- und Beinbruch und es macht auf jeden Fall ziemlich Spaß, damit rumzuspielen. Wenn ich zum Beispiel mal ganz kurz hier eine Kuh spawne und mit dem Schwert auf sie eindresche, dann fliegt sie in doch ziemlich hoher Geschwindigkeit. Kann man auch ein bisschen zeigen, wenn man sie ein bisschen in einem größeren Abstand haut, so, dann fliegen die Kühe wirklich extrem weit weg. Das heißt also, der Knockback-Level ist hier nicht nur irgendwie so ein Fantasiewert, der angegeben wurde, sondern er wird auch wirklich, real umgesetzt und das kann man erreichen, indem man sich ein Item mit dem Slash Gift Command gibt, das eben dann enchanted ist. Habe ich auch schon mal gezeigt im Tutorial, wie das Ganze funktioniert. Ich gebe mir also ganz normal hier in Wooden Thought, einfach nur hier Anzahl 1 und ohne weitere Metadaten und dieses ist eben enchanted und dem gebe ich halt mit den NBT-Daten hier an. ID 19 gibt an, dass das Ding Knockback sein soll. Habe ich auch schon mal im Tutorial alles erläutert, wie man das hier ermittelt und dann kann ich eben angeben, auf welcher Stufe das Ganze enchanted werden soll und wenn ich hier einen Wert eintrage, der nicht ganz so konventionell ist, dann habe ich hier zum Beispiel jetzt hier den Wert 123 eingetragen und dann klicke ich hier rauf und bekomme eben das Schwert in dem gewünschten Level, in dem Fall jetzt hier den Enchantment Level 123, heißt also, man kann wirklich hier noch den ganzen Wert um einiges erhöhen, um dann noch ein bisschen mehr Spaß zu haben und da gibt es auch eine weitere Nutzerfrage und zwar kommt die von Lukas Landsiedel. Er hat gefragt, wie man es schaffen kann, dass wenn man ein Portal betritt, dass man da nicht normal in den Nether teleportiert wird, sondern eben an einen anderen Punkt in der Welt. Kann ich mal kurz vorführen, allerdings nur im Game Mode 2. Ansonsten kann ich hier schon wieder failen. Gehe ich also rein, dann werde ich nicht normal in Nether teleportiert, sondern an eine andere Stelle des Gebietes hier. Ich bekomme sogar noch den Portal-Sound bis zum Ende, aber ich werde fake natürlich ein bisschen rum und zwar nutze ich diese Verzögerung, die beim Eintritt ins Portal besteht, dafür aus, um einen anderen Command auszuführen. Also wenn ich jetzt hier den Command-Block, der sich hier befindet, nicht ausführe, dann würde ich ganz normal in Nether teleportiert werden, aber dadurch, dass ich eben eine Verzögerung habe, kann der Command hier vorgreifen. Ganz normaler TP-Command von den Koordinaten hier aus. Habe ich das Ganze erweitert, ich kann mal kurz angucken, hier sieht man schon in der Abbildung das Ganze, oder den Bereich, den ich ausgewählt habe, geht ja nochmal um 3 in X-Richtung und um ein bisschen um Y-Richtung, glaube ich auch noch 3 und alle Spieler, die sich in diesem Bereich hier befinden, von diesem Punkt aus, den man jetzt hier vom Diagramm aus sieht, wird das Ganze eben um 3 nach da und 3 nach oben erweitert und alle Spieler, die sich in diesem Bereich befinden, werden an diese Koordinaten teleportiert. Wenn also die Glocke hier schnell genug ist, dann kann sie den Spieler dorthin teleportieren. Das funktioniert allerdings wirklich nur im Game Mode 2. Die haben halt, oder Game Mode 0 und 2, Survival-Spieler, die haben halt eben nochmal diese kurze Animation. Wenn ich hier im Game Mode 1 reingehe, passiert ein bisschen was Blödes, denn da werde ich teleportiert. Da ist also die Glocke nicht schnell genug, um mich zu teleportieren. Natürlich braucht man diese Animation im Game Mode 1 nicht. Deswegen würde ich jetzt hier ins Portal reinlaufen, würde ich jetzt in der teleportiert werden und nicht eben dort hinten hin und gab auch mal die Frage, wie ich schaffe auf der VVP Server Map, dass ich die Spieler, die zum Beispiel auf das Feld hier raufstellen, teleportiere. Dafür ändere ich den Command ein bisschen ab. Geht eigentlich relativ einfach. Ich merke mal ganz kurz die Koordinaten von dem Ding hier. Einfach wieder F3 drücken und dann ist das hier die Koordinate minus 57, 26, minus 536. Und um alle Spieler zu teleportieren, die sich da befinden, gucke ich mir die Koordinaten einfach Steuerung C und dann füge ich die mal hier ein statt dem Ding hier. Und wenn ich möchte, dass alle Spieler auf dem Feld teleportiert werden, füge ich das ganze Ding hier ein und dann eine Kommata zwischenpacken. So, und dann werden alle Spieler von diesem Punkt aus im Radius 0, das ist ganz wichtig, sonst werden alle Spieler teleportiert, dann teleportiert. Das ist mit dem Radius 0 ist neu, ansonsten kann ich auch noch einen anderen Radius angeben. Wichtig ist, dass die Koordinaten zuerst kommen und danach der Radius, das ist sozusagen die Abfolge. Wenn ich da vorne noch was packen will, müsste ich hier nochmal X ist gleich und so hinpacken. Da gab es auch mal Probleme von Leuten, die das noch nicht gewusst haben. Oder wenn ich hier einen Radius irgendwie hinten ranpacken will, warum auch immer, muss ich dann nochmal R ist gleich angeben. Aber wenn ich das in der Reihenfolge mache, erst X, dann Y, dann Z, danach ein Radius, kann ich diese Daten sozusagen weg lassen, auf dann klicken und wenn ich hier auf das Feld drauf gehe, müsste ich jetzt teleportiert werden. Hat alles funktioniert, genau, ich wurde teleportiert, weil ich eben das so angegeben habe. Das ist das Prinzip, wie auch die ganzen Platten eben auf der Servermap funktionieren. Und die letzte Nutzerfrage kommt von XO Max und zwar der gefragt, wie man es schaffen kann, dass wenn man stirbt, dass dann der Inventarbestand, den man hatte, auch als Kiste gespawnt wird, als Antwort auf die Frage, wo ich gezeigt habe, wie man eine Kiste mit Diamanten mit dem jeweiligen Leben spawnen kann. Das funktioniert aber nicht wirklich, denn ich kann nur testen, ob sich ein bestimmtes Item auf einem gewissen Slot befindet und ich kann eben nochmal testen, ob generell der Spieler einen bestimmten Block hat. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier teste, oder mit dem Clear-Command kann ich eben testen, wenn ich nur null Items cleare und das Ganze auf den Redstone-Block beziehe,
kann ich eben testen, ob der Spieler einen Redstone-Block besitzt oder ob er eben ein bestimmtes Item, in dem Fall jetzt hier die Eisenschuhe auf dem Schuhsort hat. Das kann ich testen, aber um jetzt hier wirklich einen gesamten Inventar auszuchecken, müsste man das so krass verschachteln und man kann auch nicht mehrere Sachen mit einbeziehen. Wird also ganz schön schwierig, das kann man also nicht direkt umsetzen, dass da direkt nach dem Tod eine Kiste mit dem bisherigen Bestand gespawnt werden wird. Ist auch ein bisschen Quatsch, denn wenn ich jetzt sterbe, werden meine Items eh gedroppt und man kann natürlich auch mit der Game Rule, jetzt hier, / Game Rule und dann Keep Inventory dafür sorgen, dass die, oder das ganze Ding auf True stellen, um das mal ein bisschen detailliert zu erläutern, kann man eben auch einstellen, dass man eh keine Items verliert, also ist dieser Mechanismus ziemlich unnütz. Dengo LP hat gefragt, wie man es schaffen kann, einen unsichtbaren Block zu erstellen. Habe ich schon öfters mal gezeigt, kann ich mal kurz nochmal vorführen. Nehme ich einfach mal ganz kurz / GIF, Kolimoli, Minecraft, Doppelpunkt, Barriere. Dann bekomme ich hier einen Barrierenblock, der ist unsichtbar. Sobald ich hier den Slot nicht mehr ausgewählt habe und mich wegdrehe, dann ist der Block hier unsichtbar. Und für Leute im Game Mode 0 und 2 nicht sichtbar, habe ich schon öfters mal gezeigt. Das ist sozusagen der unsichtbare Block. Und wenn man erreichen möchte, dass man einen Block sieht, aber nicht auf ihn raufgehen kann, kann ich das Ganze noch ein bisschen ausbauen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den Block Holzblock sehen möchte, dann kann ich hier nicht draufgehen, weil eben Barrieren dazwischen sind. Schon mal zum Wegdrehen, dann sieht man auch nicht mehr, dass der da ist. Nur im Game Mode 1 kann man noch die Umrandung sehen. Also das ist alles ziemlich einfach zu machen. Und das Blöcke nicht abzubauen oder um Blöcke nicht abzubauen zu können, immer einfach ganz normal den Game Mode 2 und dann kann ich hier nichts mehr abbauen und sehe auch nicht mehr, dass die Barrierenblöcke vorhanden sind. Und das ist soweit die Frage von Dengo LP gewesen. Und jetzt kommt wirklich die allerletzte Frage und zwar kommt die von Creative Power. Und zwar hat er gefragt, ob man, deswegen bin ich auch hier gerade schon in einer anderen Location, ob man auf den steigenden Falling Center, die sozusagen nach oben gesteuert werden kann. Funktioniert ja nicht, habe ich ausgetestet, dass man kann hier wirklich lange irgendwie probieren drauf zu stehen. Ich kann mal kurz zeigen, sobald ich hier eben den Knopf drauf drücke, werden Falling Center Entities nach oben gespawnt und wenn ich jetzt, ich habe probiert mich darauf zu stellen oder so in Richtung, das klappt alles nicht, es ist so schnell, zeigen, das Ding fliegt so schnell nach oben und selbst wenn ich hier wirklich in der Mitte drin stehe, das funktioniert nicht, auch wenn ich das im Game Mode 2 probiere, da gab es nicht wirklich viel, denn es ist eben nur einfach eine Animation, also ein Entity, was runterfliegt, was eben einen Spieler nicht direkt mitträgt. Das ist die Erfahrung, die ich sozusagen gemacht habe. Leider funktioniert das Ganze nicht und das soll es dann soweit gewesen sein. Links geht es jetzt zu einem Video, in dem ich euch zeige, wie man Pfeilen so einen Raucheffekt verpassen kann und wie man dafür sorgen kann, dass sie am Ende explodieren. Oder kommt rechts zu unserem Urlaubsvlog aus Italien. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!